So, mit wem können wir denn sprechen? Also hier nicht. Immer durchlaufen, Achso. ne? Hier mit der Regulator, der meine erste Ne, Leitung haben wir schon liegt. aber aufgemacht. Brauchen wir erstmal Ja. nicht, korrekt. Wollen wir Ja, vorne einfach durchs durchlaufen. große Tor gehen? Ja, mal hochgehen zu der Sentinel-Truppe. Die hat die noch vor uns. Ich Oder die meine, anderen, die da noch stehen. dieser Niesen Giles können wir mit dem können wir mal reden zwischen den beiden großen Wenn du Toren. Oh, muss es sein. Na gut. Ja, komm, irgendwann müssen wir es so mal machen. Ja. Dann go. Hey, gut dich zu sehen. Du bist Hä? Freelancer, oder? Ich glaube, das weißt du schon. Man weiß ja nie. Guck mich Wow. an. Ich bin jetzt Wäscher, okay? Aber es ist noch gar nicht lange her, da war ich Reiniger. Ich habe das Gefühl, du bist da wie ich. Ständig auf Achse. Wir haben nicht wirklich was gemeinsam. Klar haben wir das. Egal, du kennst doch Yarrow, oder? Diesen steinalten Freelancer. Klar kenne ich Yarrow. Du denkst, du kennst ihn. Aber hast du das mit ihm und dem Tassila gehört? Nein, aber ich ahne, dass du es mir gleich erzählst. Yep, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Da hat er wohl ein paar Familien beschützt und eins der Kinder kam einem Tassilanest zu nahe. Muss alles ziemlich schnell passiert sein. Um das Kind zu retten, hatte Yarrow keine andere Wahl, als den Tessilar mit bloßen Händen zu erdrosseln. Aber Tessilare geben Elektrizität ab. Das hätte Yarrow mindestens umgehauen. Stimmt, aber selbst bewusstlos hat er wohl seinen Griff nicht gelockert. Warum war er nicht in seinem Javelin? Ich glaube, es war ziemlich Mhm. heiß draußen. Ja, In Javelins wird die gelogen. Temperatur automatisch geregelt. Deine Fragerei ruiniert die Ja, wir Geschichte, letzten wir auch schon. okay? Ich versuche nur zu verstehen, wie er das geschafft haben soll. Glaub mir einfach, er hat's geschafft. Warum redet er so komisch? Tut er das? Ja, noch nie mit ihm geredet. Ah. Doch. Echt? Ich hab's mal versucht, aber er war zu beschäftigt. Frag Sag mal, mal, warum, hast du ey. Zeit zum Mittagessen? Eher nicht. Doch. Stimmt, du bist ja genauso beschäftigt wie ich. Okay, man sieht Ja, sich. tschüss, endlich. Okay, jetzt weiß ich wieder, wieso du ihn nicht magst. Ja, Ich du wusste machst tatsächlich ständig gar nicht mehr. dumme Sachen. Ja, ich wusste auch nicht mal ganz, aber ich wusste, dass ich ihn nicht mag. Also weiß ich auch warum wieder. Wir können auch mal rechts reingehen zu den Typen da. Wie waren die denn da mal? Also da, ne? Ich weiß, wen du meinst, Direkt glaube rechts in den ich. ersten Gang rein. Ja, er hat sogar Aufträge von uns, der in dem einen runden Raum mit den Büchern da, bitte. Ja, ach, Matthias ist das. Ja, schon, was soll jetzt? Genau, dafür mit ihm reden, oder? Go. So. Ah, Freelancer. Wobei kann Matthias Errol Sumner dir heute helfen? Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Meine Forschung geht voran. Ich lebe noch und ich bin sehr glücklich über beides. Ich wollte dich als Dank für die Rettung auf einen Drink einladen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich Ach, die Hausverbot in Bar. der Bar habe. Du hast Hausverbot? Warum? Wegen Prügeleien. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist einfach passiert. Da verspottet jemand von Blatts Theorie der täglichen Obsoleszenz und plötzlich hat man blutige Knöchel. Du weißt ja, wie das ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Emotionen übernehmen einfach. Genau. Manchmal übernehmen alte Impulse. Alte Impulse? Auf den Straßen von Heliost aufzuwachsen, bringt einige schlechte Angewohnheiten mit sich. Diskurs, Dialog, Anstand. Der Weg der Arkanisten. Ich musste es erst lernen. Die kurze Zündschnur ist Instinkt. Ich wusste nicht, dass du auf der Straße aufgewachsen bist. Ich gehe nicht damit hausieren. Du kannst stolz auf dich sein. Du bist ein Überlebenskünstler. Diese Welt braucht mehr Arkanisten wie dich. Wie mich? Du willst mehr Waisenkinder, die sich alleine durchschlagen? Das meinte ich nicht. Ich verstehe schon. Weniger schwächliche Bücherwürmer, mehr blutige Knöchel und Zynismus. Oh. Weißt du, am liebsten wäre mir eine Welt, in der niemand Narben auf seiner Seele bekommt. Aber in so einer Welt leben wir nicht. Wenn man die Unzulänglichkeiten der Welt einfach hinnimmt, tötet das den Willen zur Veränderung. Und wir können sie verändern. Wir können die Welt durch Wissen verbessern. Das macht der Orden der Arkanisten. Und ich auch. Apropos, ich muss einige Experimente Okay. überwachen. Nicht, dass etwas explodiert und Kinder zu Waisen wird. Okay. Also da hatten wir Glaub mir, ich unterschiedliche weiß Dialoge irgendwie gerade. was über Dominik Über eher anscheinend. ernst und normal.
Hast du ja oder nein genau bei der Antwort, was drin war? Mit den Prügeleien. Kennt man ja. So. Bei den Prügeleien habe ich gesagt, da, ja. Ich hab nein gesagt. Okay, dann wahrscheinlich. Ja, und das mit den Waisenkindern habe ich gesagt, dass ich jetzt gut durchgeschlagen. Ich hab andere genommen. Okay, deswegen war es wahrscheinlich so lustig. Du spielst jetzt übrigens jetzt gerade bei mir Enze. Sagt Not Origin. Ja. Schön. Neustart. Und ist abgeschmiert. Und? Ach, cool. Ja. Ey, ich war von dem schon die Aufträge aufnehmen, aber das ist jetzt, okay, dann warte ich kurz. Ich hab grad noch weitergelabert irgendwie. Ich hab grad richtig mit, zugehört. Aber egal. Solange du jetzt keinen Bluescreen bekommst, alles gut. Das stimmt. Weil, streamen wir schon ein Stückchen, ne? Ja, gut, aber ich kann es mal wieder runterladen. Hm. Ja. Wenn er dann nur so 10 GB oder so. Was soll das? Was ist das schon, ne? Stimmt, wie groß waren eigentlich die anderen beiden Sachen, die runterladen musstest? 7 GB, beide, glaube ich. Zusammen oder einzeln? Einzeln. Autsch. Ja. Aber naja, gut, es geht. Ja, geht für mich ist auch einiges. 7 GB jetzt nicht so viel, also von daher schon eine Ordnung. Runterladen, ja, stimmt, für mich schon. Genau. Das ist ein bisschen belastend. Hast du jetzt das Gespräch mit ihm abgeschlossen auch oder was wirst du nochmal machen? Ich denke mal, ja doch, es müsste abgeschlossen sein. Ich hatte es ja abgeschlossen, er hat noch ganz am Ende noch was gesagt gehabt und dann ist abgeschlossen. Okay, dann lass mal halt eben die, das, oder auch von annehmen. Von ihm, ja. Ich laufe nach oben. So, ja, dann warte ich noch kurz. Bei mir war, ich war wieder bei, Owen. Owen. Ist man halt immer bei dem. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ich war schon mal bei dem. Das ist, ja, doch, von auch. Also da auf dem Tisch da draufklicken. Neben. Hinter ihm. Genau. Ja, neben dem. Ja. Okay. Wunderbar, du hast Zeit zu helfen. Ich habe diverse Dinge, die erledigt werden müssen. Am wichtigsten ist mir, mehr dieser Runen zu finden. Welche Runen finden? Ja, aber gemein. Okay. Ja, so, ja. Dann Expedition beginnen. Aber ich komme gerade irgendwie nicht raus. Das Problem hatte ich schon mal. Hat irgendwie an die Bücher mit hängen geblieben. Okay. Wollen wir das machen oder noch mit jemandem reden? Ja, oder? Das wird ja auch für den Auftrag hier wieder überschritten. Beschrieben. Mann! Bei anderen, wir können ja nach mit anderen noch reden. Dingt. Ich glaube, das geht wahrscheinlich bei dem anderen Typen, die wir noch reden können, gibt es wahrscheinlich auch wieder Mission und bei oben Settel schuss wahrscheinlich auch wieder. Eine Person, also du siehst es an sich, wenn du nur da diese Sprachblase-Symbol hast, dann redest du nur mit denen, die haben keinen Auftrag dann für dich. Und so Personensymbol ist Auftrag. Wir haben dann noch 3 Stück da oben. Aua. Alter, wie viele? Oh, aua. Sick, oder? Ich guck auch mal hier. Ach, Neuigkeiten gibt's da auch noch. Wir haben einen. Nee, das ist wahrscheinlich nicht neu hier. Auf dem Map. Ja, gut. Oh, wir können mit Tessa wieder reden, sehe ich gerade. Ah. Das könnten wir ja noch machen jetzt, bevor wir dann die Mission machen. Ja, okay. Dann also zum Javelin, beziehungsweise mit Tessa reden und dann Javelin. Okay. Ist cool, wie anders das immer aussieht hier bei Tag und bei Nacht. Ja, machen also, guck mal oben die Planeten und so. Holy shit, Alter. Ach, ich jetzt erst, ja, der wenn du an Javelin Javelin stehst. Cool. Okay, ich bin ready für Tessin. Dann go. Rieche ich da etwa Mantika? Bestimmt. Ach, stimmt. Sie sollten es mal probieren. Mantika-Zeug. Bedauerlicherweise habe ich das schon getan. Ich habe sie gesucht, Freelancer. Warum habe ich das Gefühl, dass sie etwas wollen? Weil es so ist. Haben sie nicht manchmal genug davon, Spionin zu sein? Manchmal. Aber wovon ich wirklich genug habe, ist, Spionin genannt zu werden. Wenn sie also keine Spionin sind, was dann? Ich bin Geheimdienstagentin. Aha, wow. Jetzt, da ich Ihre Frage beantwortet habe, stelle ich Ihnen meine. Erzählen Sie mir, was im Herz des Zorns passiert ist. Irgendwas Bestimmtes? Sie sind mit einigen der besten Freelancer Bastions da hineingegangen.
Wieso haben die anderen es nicht wieder hinausgeschafft? Es war das reine Chaos. Ich bin da genauso schlau wie Sie. Alle anderen Überlebenden waren verwundet oder mental angeschlagen. Ich hatte Glück. Und dann haben Sie kaum Luft geholt, bevor Sie wieder angefangen haben, Aufträge anzunehmen? Ja. Und? Weshalb haben Sie keine Schäden davon getragen? Scheiße, das müssen jetzt falsch kuppeln oder falsch hindern. Ja, genau. Ach komm! Weil ich gut war sie. Okay, gönn ich mir auch. Ich bin schnell und ich kann gut ausweichen. Das ist ziemlich allgemein gesprochen. Ich meine damit, dass man mich nur schwer trifft. Mich bekommt man nur schwer zu fassen. Und das hat mich wahrscheinlich am Leben gehalten. Tut mir leid, wenn Sie eine tiefgründigere Erklärung erwartet haben. Das passt schon. Und warum sind Sie so schnell wieder an die Arbeit gegangen? Weil es mein Job ist. Ich bin Freelancer. Ich fand es leichter, damit klarzukommen, wenn ich wieder in meinem Anzug stecke. Das Gefühl kenne ich. Ja, ist klar. Ich bin vielleicht kein Lancer, aber ich beteilige mich schon lange an diesem Kampf. Auch ich habe Freunde verloren. Haben Sie Schaden genommen? Wahrscheinlich. Das verstecken Sie gut. Ich arbeite für Corvus. Das gehört zum Job. Versteh schon. Ich weiß, das war nicht leicht. Nächstes Mal reden wir über etwas anderes. Klar. Wir setzen uns hin und plaudern ein wenig. Ich melde mich. Ich bin sicher, dass Sie das tun werden. Hast du schon die 2 genommen oder die 1? 1. Ja, 1. Ich hab die 2 genommen gehabt mit, was war mal gewesen? Scheiße. Weil das mein Job ist. Oder? Oder war das das, was ich genommen hab? Verdammt. Was mein Job ist? Oder ich, um zu vergessen. Ich hab um zu vergessen genommen. Ja, stimmt, was eigentlich wahrscheinlich auch das gemacht. Weil es wahrscheinlich auch das war, denke ich mal, weil, ne? Da passiert das an dem Dingelsen. Kann. Wie viel aus, dass deswegen wieder direkt in die Arbeit gegangen ist. Okay, Expedition beginnen. Yep. Ach so, ja. Nico, du hast das Spiel neu gestartet, ne? Vorhin. Stimmt. Vor der Einladung. Ja, ja. Wie oft das heute ist, Alter, holy shit. Ja. Nice. Na dann wollen wir mal zurück finden, wie immer. Ja, so. Okay. Hast du weitere Details zum Auftrag? Kannst du dir meine Verkleidung ansehen? Ich fürchte, sie könnte beschädigt sein. Ich war deutlich vor dir da. Ich hab mich schon gewundert. Was? Und unterwegs? Was hat die gelabert? Irgendwas Wichtiges? Ja, bestimmt nicht. Hab ja, da hast du doch bei mir irgendwie länger. Was? Eventuell auf der SSD. So, ist klar. Hättest du ruhig während der Pause machen können. Ja, genau. Doch. Nur, keine Ahnung, eine Stunde wahrscheinlich das einzufügen. Das dauert schon. Also ich würde sagen, das dauert eine Dreiviertelstunde ungefähr insgesamt oder so. Nice. Oh nein, bist du rechts, Nico? Egal. Dort links. Ich glaube, ich fliege rechts. Ja, weil da halt der Punkt war. Nö, wir fahren rechts im Tunnel durch. Du musst die Feldausrüstung ein wenig reparieren. Ich will nicht. Du willst nicht hinkommen, warte mal mich. Vorsichtig, Alter. Ah! Nein! Nein! Lass das! Die Viecher. Ach, die Viecher! Das Ding auch Mühe. Ja. Ich kann schießen. Ja, ich kann nicht machen, Nico. Hä? Ich kann die Waffe nicht wechseln. Wow. Alter. Die kann ich nehmen, die andere nicht. Jetzt geht's. Und da mit dem Buggy. Hm. Nein, nicht zu mir kommt. Nein! Aua! Mann! Diese Viecher. Ich hasse die. Mach die. Ja, wo ist die behinderte Sniper? Alter, ich muss eine Sache. Ich bin nehmen. Nein! Wird nicht kommen. Nein. Oh, oh, come on. Du kannst das hier? Alter! Ich kann einen Angriff nicht mehr mit dir zeigen. Ah!
Hilfe! Oh Gott! Junge! Wenn die noch von der Seite angreifen, ist das ganz schön mich erschreckend. Ne? Interagieren. Oh, nee, ich Schwert. Ja. Aua. Aua. Au, jetzt auf damit. Nein. Ja. Boah, die machen ja schon Schaden, die Dinger. So rasche Hardtacking, vor allem, die machen kaum Schaden. Okay, das finde ich jetzt nicht, dass die viel Schaden machen. Okay. Ich halte halt nicht für aus, Nico. Ja, okay, das stimmt. Was mir übrigens auffällt, ich hätte mir das Hover nutzen können gegen die. Weil dadurch kommen sie nicht nah an mich ran, was ich ja so hasse. Oh, ich spack gerade durch die Gegend. Was ist denn jetzt los bei dir? Ja, Internet! Eben hatte ich die ganze Zeit Bugs. Okay, jetzt ist das Internet. Ja, der Bug ist mir vorhin bald unschuldig bewegen. Alter, wie schön es wieder aussieht. Okay, ich kümmere mich darum. Oh nein, ich will nicht abstürzen, das ist belastend. Wasserfall, komm schon. Ne, schau nicht, schütz ab. Will ich auch gerade noch probieren. Die Kurve kommen. Ach da, nicht hin. Ach. Au. Ah, du bist schon da. Gut. Ja. Das müssen wir halt ich sehe sie noch nicht, aber ich bin mir absolut sicher, dass die Ruhe hier. Och, die schon wieder ernsthaft. Haben wir mal G, oder? C. Nee. Gut gemacht. Noch eine? Oh, bist du? Ey, guck mal, Nico. Oh, ich drück dich mal an. Siehst du mich? Welcher davon bist du? Warte, warte. Hä? Aua. Ich bin jetzt komplett blind. Wo bist du? Ach, da. Ja. Verschwunden. Gegner, Moment. Hier, guck mal. Warte. Oh wow, ernsthaft jetzt? Ja, warte, gleich. Der wird sich treffen, der ist von mir gespawnt. Das sieht so geil aus. Boah, hat echt ein Feature, ne? Die Fresse. So, nochmal Nico, guck mal. Ja. Hä? Achso. Kannst du zu dir springen und halt die voll weg machen. Ja, das. Geil. Hä? Wieso habe ich so wenig Leben? Aua! Alter! Hey! Wir machen auch schon einen Schaden. Oh. Das wird schon fallen? Nein! Oh, come on. Nein, ja, komm. Aua! Lass mal zerplättern. Nein, lass das! Nein! Alter, die Viecher, ne? Schön, ich weiß, ja. Ah. Ja. Hier. Was ist denn. Ach, hier ist noch ein Nest. Lass uns doch, den Nest noch zerstören kann. Das habe ich noch nicht bemerkt. Na komm. Oh fuck. Alter. Okay. Oh, es sind so viele. Ja. Was sind denn die Nester? Ist irgendwas? Was ist unsere Mission gerade überhaupt? Wir müssen Runen entdecken. Diese blauen, schimmernden Sachen. Ich sehe halt gerade keine mehr. Auch oben war noch ein Raschiffer da. Oben irgendwo. Hier, hopp! Mhm. Noch ein Ziel. Wunderbar. Dann hier. Was? Hinter mir. Da, ja. So. Hä? Ich hab's auch echt schon gedacht, aktiviert zu haben. Egal. Okay, einen noch irgendwo. Da. Ja. Das sollte genügen. Ja, ich glaube, das war's. Interessant. Da wäre noch etwas für dich in nicht allzu großer Entfernung. Kannst du überprüfen, ob ein potenzielles Forschungsgebiet sicher genug für die Errichtung eines Lagers ist? Warte, hier ist wahrscheinlich Loot, oder? Ne, ist so spät, ich bin durch. Bin weg. Nee, Alt, hier liegt es. Ich bin von hier.
uns auch noch einsammeln oder reicht, wenn ich einsammeln? Weiß ich nicht genau. Nee, bei den Dingern nicht. Alter! Kühlschrank und sowas von. Ja, okay. Rapper, da stehen wir. Ja. Perfekt. Warte, ich will auch noch. Warte, Plätze tauschen? Ja, klar. Schau also zu mir. Oder in die meine Kamera, Mensch, in dem Fall. Nur andersrum. Ja. Gut. Action! Ey, was? Ich kann nicht, warum nicht? Jetzt. Ja, leck halt, bitte nicht. Achso. Ich dachte schon, wegen wie der Bug, dass du nicht fliegen kannst. Nee, nee. Da ist irgendwas mit Auftrag. Oh, Lüge. Ich verstehe. Alter! Oh, da ging, Alter. Ach, da. Na. Okay, einfach mag es sehr mit reinstürmen. Nochmals. Sind nur noch Gegner? Oh, da! Ach, herrje. Wollte ich mehr als erwartet. Meister ist aufgetaucht. Oh oh. Sei vorsichtig. Ein schrecklicher Meister. Aua. Oh, ach je. Oder? Aua. Da irgendwo zwei. Bereit zu springen und sterben? Dann mach mal. Oh, ich stehe hinter dem Gegner. Wow, kein Spiel. Bin dir vorbeigesammt. Oh, du bist die. Aua. Der kommt bei dem, was tot. Ey, du musst das vielleicht nicht holen. Also, ich nicht sterben jetzt. Ja, ja, passt. Ich hab nur 1% hinten, deswegen. Bin ich tot. Ja, war ich ja. Wie viele gewesen. Können dir. Oder uns erst. Nur voll nee, das. Ich muss die erste töten. Das schaff ich sonst und nicht. Du bist mir sonst nicht. Doch nicht lang. 50 Sekunden. Unspar. 2 Sekunden, 3 Sekunden. Oh, Waffe leer. Du bist vielleicht krass. Ja, aber das ist ein Einwichtiger. Okay. Ja. Ja, jetzt ist es mit das andere Auto schon neben mir. Nur nicht sterben, du denkst mal, lass mal wirklich schnell. Ah, irgendwie. So schwer ist jetzt nicht. Du machst dir gar nicht so viel Schaden. Ja, ich will nichts zu halt einfach nicht so viel aus. Das ist ein Nachteil. Ich bin voll in die reingehüpft, wollte einen Nahkampf machen und der hat ihn einfach weggehauen. Ich will nicht sterben, ne? Denk dran, der macht Schaden schon. Also, oh, oh, ja, jetzt bekomme ich Schaden. Whoa, Demonstration deines Könnens. Sind alle Freelancer wie du fantastische Arbeit? Was? Wieso könnte das zerstören? Ist vorbei. Jetzt. Das hättest du euch mal machen können eben, ne? Das Schild. Wäre schon das gewesen. Stimmt. Wow, du hast deine Fähigkeiten nutzen, Nico. Ich benutze die ganze Zeit E und Q und X, aber ja, die Y-Fähigkeit ist noch nicht so ganz drin bei mir. Oh Leute, ja, ich bewege mich halt. Danke. Y-Fähigkeit, da war ja was. Oft ganz viel. Ich bewege mich halt oft ganz viel, deswegen nutze ich ja, das nicht auch so. Deswegen, das ist halt, ja, aber da wäre es ganz gut gewesen, dass ich wohl viel Schaden bekommen habe. Ja. Wobei gegen die nicht, das nur gegen Patronen. Nein. Ja. Nicht gegen Feuer, glaube ich. Ziemlich sicher sogar. Ich hätte nur testen können. Ja, gleich, okay. Gleich dann vom Level her, jawohl. Also. Ja, nur weil du ohne Spaß gemacht hast, auch nicht. Ach, irgendwas freigeschaltet. Club der okay. Nice. Ohne Level, Waffe, also Pistole, das ist ärgerlich.
Schmiede oder vor Tarsis? Schmiede. Okay. Ich würde halt generell sagen, nach einer Mission immer Schmiede zuerst, oder? Okay.